Berlin-Treptow, 18 Uhr. Am sowjetischen Ehrenmal findet eine Kundgebung gegen Neofaschismus und Rechtsextremismus statt. SED-PDS und gleichgesinnte Organisationen haben zu dieser Demonstration aufgerufen. Die staatseigene Nachrichtenagentur ADN meldet 250.000 Teilnehmer. Anlass für diese Kundgebung? Die nationalistischen Parolen am Treptower Kriegerdenkmal. Noch sind die Täter nicht ermittelt. Die SED-PDS behauptet, es waren Neonazis. Die Opposition dagegen vermutet, die Stasi hat selbst geschmiert. Und SED-treue Kräfte benutzen jetzt diese Kundgebung alten Stils, um den neuen DDR-Verfassungsschutz, gegründet von Stasi-Kadern, zu legitimieren. Gerade unsere Bauern wissen sehr wohl, dass zum guten Gedeihen der Saaten saubere, unkrautfreie Felder unerlässlich sind. Einheitsfront! 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 Damit derartige Geschehnisse für immer Geschichte bleiben, sich nie wiederholen werden, damit andere Völker bei dem Wort Deutscher nicht abermals in panische Angst und Schrecken versetzt werden. Deshalb haben wir uns an dieser Stelle versammelt und sagen Nein zu Rechtsradikalismus und Neofaschismus in diesem unserem Land. Wir müssen uns auch über eins klar sein. Allein mit Worten ist es nicht getan.